Hi Chefs, hier sind wieder die beiden voll motivierten Leistungssportler, Maddie und Bruger. Und die reißen das jetzt, die machen alles, die werden das Vieh umklatschen, das glaubt ihr gar nicht. Diesen hässlichen Toaster da, den Tofu-Block. Ja. Oder was auch immer das darstellen soll. Ich habe gerade wirklich überlegt, wie ich den noch bezeichnen könnte, aber du hast wirklich den Vogel abgeschossen jetzt. Dem habe ich. Er sieht aus wie so ein Tofu-Block, oder? Nee, Bruger, der weiß schon, worüber er redet. Ja, ist schon richtig. Ja, ist alles gut. Ja, aber das ist eigentlich scheißegal, wie er jetzt aussieht, weil gleich wird er aussehen wie ein püriertes Gemälde. Ja, wenn nicht, müssen wir nochmal hier hinlaufen, das Stückchen. Dann müssen wir nämlich laden. Jetzt warte mein Secret Exit und können sie mir alle mal hier an die Füße fassen. Alle! Ja. Ja, ja, sag ich doch. Da denkt man, der wäre schon weg, weil er immer so schneller beschleunigt. Ja, ich wollte den Sprengstoff außer Kraft setzen, was du erzählt hast, da in die Schraube reinfassen. Ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich funktioniert. Im Kopf. Mein Vater meint, das funktioniert, aber ich weiß es nicht. Er ist Ingenieur, er muss halt wissen. Okay. So, dann hat er uns eins voraus. Wir sind nicht mal gut genug, um Mario zu spielen, ja, hier. Genau, wir sind noch nicht mal ordentliche Klempner. Nee, bin ich auch froh drum, ehrlich gesagt. Ist eng, ne? Ist auch ein Schlawiner, der Typ da. Ja. Ich guck mal dumm, mal sehen, ob er vorbeikommt. Vor allem, es gibt eigentlich keinen Fisch großartig, der dich durch bloße Berührung irgendwie... Nö. Na gut, vielleicht... Weiß gar nicht, was gibt's denn da? Der südkubanische Explosionsfisch. Der ist total heftig. Wenn du den ein bisschen kraulst, dann platzt der. Und dann hast du ein Problem. Ey. Ja, genau sowas meine ich. Hitbox from hell. Ja, morgen. Guck mal, ich habe nicht einmal getroffen. Schweinepriester hier. Ja. Voll die Sau ist das. Das wäre ein guter Boss, wenn er nur das machen würde. Also, wenn er nur fliegen und die Bläschen machen würde und nicht diesen Staub des Grauens da. Ja, vor allem platzen die viel zu früh, die Teile. Slowdowns dann immer noch, ne? Ja, warum platzen die so früh? Ich will da drauf hoppeln, du Arsch. Ja, das Problem hatte ich auch schon. Ja, jetzt was? Natürlich. Ja, morgen! Geh einfach mal, komm so drüben! Meld dich, wenn nicht mehr. Ja, Scheißdreck, komm jetzt hier, ja, bla bla bla, du bist dran gleich. Lass du mal den Secret holen und dann machen wir irgendwann anders den Level, oder? Ich weiß nicht, der Secret bringt uns bestimmt überhaupt nicht weiter. Ja, kommt dann die Star Road oder ja, so. Genau, sowas kommt dann. Wenn wir den blauen Block haben, dann sind da ganz viele blaue Blöcke und wenn man unter die drauf springt, dann kommen da Maschinengewehre und Raketenwerfer ja, raus, mit denen man da richtig kaputt schön das Vieh zerledern kann. Ja. Also der Boss, der ist richtig dumm. Richtig dumm. Wer den designt hat, der gehört echt getreten. Und da unten noch ein Panzer und so weiter, das wäre ja noch viel, viel freundlicher hier, dieses Spiel. Ich frage mich halt, wo das Secret hingehen soll. Das Secret Exit. Okay. Geht doch gar nicht. Ich weiß es nicht. Achso, ich bin ja wieder dran, ne? Ja, ich muss ja spielen hier. Konzentration, Freunde. Medi spielt. Das ist doch, ich spiele gerade. Nö. Ich arme seine Bewegung nach. Ich lauf mal mit in die Richtung. Das wäre lustig. Das wäre super. Wenn du das Level durchspielst und raffst gar nicht, dass ich das war. So mitfiebern. Ja, da müsste ich aber auch so ein bisschen... Beschränkt für sein. Ja, das ist aber auch ein Charger hier, ne? Der ist richtig... Der geht voll spitz, du. Richtig steil ist der. Wenn er hier langläuft, dann wächst hier kein Gras mehr. Kann man gar nicht in die Röhre rein? Hab ich gar nicht probiert. Doch. Geht nicht. Wo hast du den Schlüssel gesehen? Ich war echt blind, glaube ich. In dem Moment. Vielleicht war der da auch nicht und ich bin einfach nur doof. Kann auch sein. Wir wollen erstmal... Da, guck mal, da ist das Schlüssel, da ist das Schloss noch und da rechts ist der Schlüssel. Ah, genau. Aber da musst du irgendwie reinkommen. Die Frage ist halt nur, wie kommt man da hin, wenn keine Röhre geht? Die habe ich, glaube ich, hier getestet. Oh, du Arsch. Das sagt Bruger, obwohl er gar nicht spielen muss gerade. Ja, wenn ich den nur sehe, werde ich schon aggressiv. Diesen komischen Motorradhelm-Futzi da. Guck mal, ich wollte gerade sagen, da kann man doch bestimmt... Ne. Wäre lustig, wenn man da jetzt rein könnte, wieder so ein verstecktes Röhrending, weißt du? Ja, moin. Ich finde da keine Worte mehr für, Bruger. Guck mal, das ist oben vielleicht? Die Röhre. Bist du da auch gerade lang? Ja, da war ich eigentlich auch probiert, aber... Irgendwie muss man doch. Wahrscheinlich jetzt in dem Levelabschnitt erst. Gab's da nicht noch eine Röhre in dem Unterwasserteil, wo man vielleicht hätte reinkommen können? Wir haben doch alles jetzt ausgetestet, oder? Oh, die kleinen Röhren vielleicht. Hast du die mal getestet? Nee, da kommt man sowieso nicht rein. Meinst du? Obwohl... Ja, wenn man so eine kleine Röhre designt wie eine große? Nee.
alles kann denkbar. Kann man bestimmt skripten? Ich habe keine Ahnung. Oh, oh, oh. Da. Okay, warte. Die kleine. Auch das hier jetzt auf geht, Kante, ne? So. Ja, seitdem wir das eine Secret Exit da gefunden haben, schockt uns hier gar nichts mehr. Ja. Irgendwie schon. Ah. Ja, genau, Chef. Nee, nix. In diesem Sinne, so gesehen, nix. Zack. Na gut, dann mach ich das jetzt einfach nochmal. Die kleine Röhre da. Die kleine. Die kleine. Ja, haben wir das nicht gerade schon? Egal. Doppelt und dreifach. Die da? Hast du die eben nochmal probiert? Ah! Alles für die, alles. Muss alles. Nix. Einfach mal random auf dem Boden vielleicht. Nix, nix, nix. Nix, 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 nix. Weil die führt doch nach unten, diese blöde Röhre. Ja. Nee. Dass der da nicht so ein Hinweis. Wahrscheinlich musst du wieder irgendwo random nach unten drücken und das war's dann, weißt du? Wahrscheinlich hier oder so. Oder kannst du da einfach durchlaufen jetzt? Nee. Guck mal, wenn du da jetzt nach rechts einfach läufst. Nee, nee, da hochspringen und dann einfach nach rechts laufen. Nee, okay. Das gibt's da gar nicht. Aber langsam wird dir auch die Zeit aus. Guck, dass du wenigstens noch den Midway kriegst. Ja, was anderes können wir auch nicht mehr reißen. Der Boss, der ist eh aus der Hölle. Wirklich. From Hell and Beyond. Ich kann ja nochmal gucken, dass ich hier ein paar Röhren austeste. Ja. Falls ich welche... Warte. Vielleicht wieder hoch? Ja. Wäre aber jetzt eine Idee gewesen, ne? Oh, gut, dass der Level nicht schon so bekloppt genug ist. Muss jetzt auch noch die Musik dazu kommen. Und dann der Boss, das ist... Strafe. Ich sehe keine Röhren. Siehst du eine Röhre? Nee, gar nicht. Und in dem Midway Point gedönst, da war auch keine Röhre drin, ne? Mm-mm. Ja, dann wird das wieder ein lustiges Ausprobieren dieses spaßigen Levels werden, bis wir dieses blöde Secret Exit finden. Scheint irgendwo, wo gar keine Röhre ist. Da haben sie einfach. Hier so zum Beispiel. Ja. Wahrscheinlich wieder in irgendeiner dummen Pflanze muss nach unten drücken, weißt du? Mhm. Und da soll man dann von selbst drauf kommen. Oder hier vielleicht, dass man da von der Seite reingeht und dann in die Röhre und dann kommst du irgendwo anders raus. Ja, das wäre mal eine Möglichkeit. Bruder, das ist eine sehr gute Idee. Ich bezweifle es aber. Dann müsstest du jetzt hier links und dann. Ja. Bruder, das ist eine sehr gute Idee. Ja, was ein Scheiß. 8 Sekunden hat er. Komm, Luigi hat den Ball. Luigi ja. Geht. Hat geklärt. Keeper konnte nichts machen. Hat zwar noch blöd geguckt, aber war nichts. Ja, fantastisch. Jetzt habe ich einen Herrn. Komm mal. Star Warp. Geh mal gucken, wo man hinkommt vielleicht. Leck mich, Spiel. Leck mich einfach. An meinen Knöcheln kannst du deine Zunge entlang fahren lassen. So. Ah, shit. Ich würde gerne wissen, wo man nach rechts hinkommt. Wahrscheinlich die allererste oder so, die wir nicht gefunden haben. Hier war nichts mehr. Da war eine, da unten im Bogen drin. Wenn du jetzt runtergehst, da war der erste. Zweiter war irgendwo drinnen in der Höhle. Mhm. Das ist die dritte, die du jetzt gefunden hast. Und die vierte müsste dann vielleicht nächste Welt. Und dann, ja, weiß man nicht, ne? Ist ja super geil, wenn diese blauen Teile uns hier Bonus-Sachen geben, die uns die alten Levels, die wir sowieso nie wieder machen, erleichtern würden. Das echt super. Ja, das wäre toll. Scumbag. Einfach mal zeigen, ja, im Prinzip könnte ich dir ja helfen, aber ich mache es einfach nicht, weil ich ein absolut markantes Klötenmäßig bin. Hier einfach mal rein. Sterben lassen. Ja, genau, lass ich sterben, das bringt nichts. Den Obermeister... Okay, kannst du ja noch zu Midway. Dann ist das wenigstens nicht vergeucht. Ja. Weil... Ich will mal vorsichtig sagen, den Teil des Levels kennen wir jetzt mittlerweile. Ja, den können wir ausführlichst. Ganz vorsichtig. Thanks. Willst du? Okay. Soll ich? Ich versuch's nochmal. Das hat sich jetzt nicht gerade gelohnt mit einem Herz. Oder zweien quasi. Jetzt kannst du schießen. Luigi, kannst schießen. Los, Luigi. Luigi. Dann schieß. Bang. Das sieht echt aus, als hätte er Würfel husten oder so, ne? Ja, hat der auch. Bin mir sicher. Guck mal hier, Scumbag, da sind die blauen Teile. Auch im Eisschloss gerade eben. Kriegst du aber sowieso nicht. Wie willst du das machen? Der rusht einen direkt um hier. Er hat ein bisschen zu viel Elan, der Kerl, ne? Ja. Der hat so viel Energie, der muss mal ein bisschen abgekühlt werden.
Scheiße. Oh nein. Oh, oh nein. Hada, hada, hada. Ja, nimm doch nicht in eine Zange hier, jawohl. Fiese Sau. Ja, ist echt ein gemeiner Kerl, ne? So, wenigstens die Blume. Oder die Rübe oder was auch immer das darstellen soll, ich bin mir immer nicht so ganz sicher. Das ist eine Blume. Feuer macht Blume. Mario-Regel. Fertig. Ich glaube, ja, so eine Chili-Schote, wenn er dann rückwärts Feuerbälle rausschießen würde, würde ich. Ja, ja, ich glaube, sowas soll das sein. Ja, das kommt sogar hin. Das würde ich feiern, du. So heißes, ne? Chili oder hier Curry. Oh, so richtig lecker Curry mit Reis. Shrimps mit Reis. Shrimps mit Reis. Kanada. Okay, okay, Bruder. Knallgas. Safe. Weg, 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 weg. Safe. Hat er. Macht er ganz locker. Braucht nur eine Hand für. Komm, mach den Mist hier. Den Rest macht er mit bloßer Willenskraft. Wenn das gehen würde, wenn man Spieler allein mit der Willenskraft lenken könnte, das wäre super. Ja, dann hätte ich das Spiel jetzt wahrscheinlich schon ausgemacht. Nee, das denke ich mir aber bei StarCraft oder sowas, weil das ist so schwer, ich komme da gar nicht hinterher mit den Händen. Ist ja alles eine reine Übungssache, aber wenn du es nicht gewohnt bist, die Hände über die Tastatur fliegen zu lassen, dann hast du da echt Probleme. Sag du Arsch. So, jetzt schieß ihm was ins Gesicht. Ja, da grinst er wieder. Ja, guten Tag, dann macht er jetzt erstmal seine... Ja, guten Moin, geht einfach durch. Blöder Kerl. Ja! Das ist so ein Arsch, guckst dir an, wie selbstgefährlich der ist. Ja, moin. Du weißt auch nicht, wann du... Das ist ein Toaster. Guck dir den nur an. Ich habe schon mal gegen den gekämpft, aber da hat er diese komischen... Nein! ...Staubdinger dann nicht gemacht. Bin mir ziemlich sicher. Ja, der war schon mal als Boss. Ach, auch bei diesem Let's Play, meinst du? Ja. Aber den da hat er ja das schon mal. Da hat er das nicht gemacht. Nee, da ist er, glaube ich, nur so rumgehupft die ganze Zeit. Ja, hi! Weißt du, man kann Spinjumpen auf dem Scheiß, aber er registriert es nicht. Ach so, so was. Zweimal hintereinander geht natürlich auch nicht. Nee, da ist er natürlich unverwundbar für eine Zeit. Däh. Hey, komm! Mach du. Aber so geht's, wenn man auf den dritten Block springt, oder zweiten vielleicht schon. Weißt du? Abwartet den Staub, weil da kannst du nicht Spinjump, das ist voll die Verarsche irgendwie mit dem zweiten, finde ich. Ach, also ja. mit den Staubpartikeln, die er davon sich wirft oder was auch immer. Das ist so ein Großkrümel sind das. Ne? Also ich... Du hast auch keine Chance. Jetzt kann es nur gut werden. Hier hast du keine Chance. Jetzt kann es nur noch gut werden. Da gibt es keine Power-Ups mehr, bis du zum Boss kommst hier. Nee. Und ich kann nicht diesen Schlawiner hier verheizen. Oh, brauchst du nicht. Einfach mal weg von ihm. Call! Den lässt sich auch nicht unterkriegen hier, der kommt einfach weiter. Der ist ganz schön energisch, der so, Kleine. So, jetzt hier schneller, so. Schneller, schneller. Hauptsache weg von dem, oh. So, sehr schön. Du sollst mich nicht loben, Bruder. Weiter so nicht, du bist so schlecht. Das verdirbt den Charakter. Mach den Boss, mach den Boss. Ja. Mach mal hier den Asian Dad. Ach, ich wurste. Dreh mich gerade wirklich um, weil ich gedacht habe, dann würde er auch... Ja, morgen! Guck dir den an! Oh! Ja, bleib doch mal stehen da, du... Ne. Oh, hast du das Geräusch gerade gehört, Bruger? Zip. Das ist das, ne? Ja, nee, ich weiß es nicht. Oh, nee, das ist fies. Mir die hau ab da. Wow! So, jetzt versuch mal den dritten zu erwischen. Den zweiten und jetzt... Jawohl. Ja, guck mal. So geht das, Maddie, kommt, sie ist durch jetzt. Einfach so weitermachen, ist nicht schwer. Ey, das ist so gemein. Wenn halt im Aufsteigen ist, triffst du ihn nicht. Aber er trifft dich, weil er so eine scheiß Hitbox hat. Ja! So. Ich versuche einfach mal den letzten. Geht halt. Ja, ja gut, du weißt ja nicht, ob es 4 oder 5 sind. Das ist das Problem bei der Sache. Jetzt ist wieder 5. So ein Rotze, Pete. Ich mag dich nicht! Oh, yes. Das war Glück. Das war Glück. Das war knapp vor allem. Der hätte ich jetzt eigentlich normalerweise... Zu Moos gehauen. Ja. Das ist so ein Scheiß, Mann! Maddie.
Alter, du bist doch so ein dreckiger Cheater. Mach halt mal ein Safe-State, ohne mir was zu sagen. Hast du das Geräusch nicht gehört, Bruder? Achso, das war das Geräusch. Ja. Oh, den machen wir jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen... Pass auf, das ist so ein Carsten hier. Was macht der denn? Ich hasse ihn. Lass mich da nochmal vom Midway. Ich krieg den jetzt. Ja, ja. Krieg ihn. Achso, vom Midway? Ja. Ja, gut. Ich will mit vollen Herzen, dann geht das. Boah. Ja, mach es. Das ist ein Rotz, ey. Mach es bitte, Bruder. Spiel alles hier. Von mir aus auch... Den Bildschirm brauchen wir gar nicht mehr sehen. Ja. Ich bleib jetzt langsam. Hier zwei und dann... Ja, vor allem, ich glaube, danach kommt wieder ein Wasserlevel, ne? Ja. Das hätten die uns nicht schon genug gequält. Die strafen uns hier an der Nase lang. Ja. Hast du gesehen? Da geht's nämlich dieser Kreuzweg, war genau in so einem blöden Tümpel wieder geendet. Ja, natürlich. Und das er nochmal. Zweimal. Ja. Doppelt. Auf einem Bildschirm. Fünf davon. Und die machen nur und so. Und auch der Bumerang-Typ mit Aufzug. Ja, genau. Du hast kein Cape. Verdammt nochmal. Du kriegst auch kein Cape. Das Einzige, was du da kriegst, ist... Ein Apfel. Du musst den noch einteilen. Nee, noch nicht mal das. Würfelhusten kriegst du da. Sowas. Ja, aber vor dem Bildschirm dann. Nicht in-game. So. Warum triffst du denn nicht? Das weiß keiner. So, jetzt aber Medi. Vollgas. Knallgas. Los, schwimm zur Freiheit. Ja, was? Was ist da denn gerade passiert? Sei ja Knallgas, Medi. Geh das ab. Das ist der... Das ist Luigis Pocke der Jahreszeit gewesen. Der hat ein Herz bei mir verloren. Pocke passt. Dann war es auf einmal wieder da. Echt? Hm. Ach komm, ernsthaft? Ja, also ich bin bei mir super durchgekommen, ich weiß nicht. Flieg nicht so weit, du schöne Kreatur. Bruder macht es. Er hat das Moveset des Gegners jetzt durchschält. Das ist der kleine Toaster, mit dem habe ich kein Mitleid, du. Alter, jetzt fliegt er wieder meinen ganzen Bildschirm, ne? Mhm. Ist das so ein Arschgesicht? Wir wären auch richtig unflätig in diesem Spiel, ja, aber das ja, ist auch normal. Ja, hat nicht gezählt. Maddie hat nicht gezählt, ne? Ja. Nee, der war nicht. Vor allem die Slowdowns sind immer lästig hier, ne? Ja. Er ist ja, lästig. Ja. Er ist ein absolutes dreckiges Vieh. Niemand mag ihn. Der sieht aus wie so ein Fernseher auf Valium. Ja. Ich glaube, das soll wirklich ein Toaster sein. Das ist der kleine Toaster, ich sag's doch. Aus dieser Cartoon oder... War das so ein Zeichentrickfilm? Den boykottiere ich. Wenn meine Kinder später den gucken wollen, sage ich nein. Warum ist er jetzt so früh runtergefallen, der kleine Superstar, Arsch? Superstar, Mac Hammer, geil. Du guckst dir den Film nicht an. Ja, morgen! Ja, jetzt fliegt er gar nicht mehr. Ich hab ihm die Flügel gekappt, oder was? Ja, hast kaputt gemacht. Kann nicht mehr. Ja, ja, es zählt halt nicht. Es zählt halt nicht. Und also, irgendwo ist auch genug, ne? Immer diese Slowdowns, es hört nicht auf. Ja, und noch öfter, ne? Ja, Tag 12 davon, bitte. Ja, guten Tag, noch ein! Ja! Hat jemand mitgezählt? Ja, ja, genau so. Jetzt nicht übermütig, komm. Ja, das kannst du vergessen, ich kann ihn so nicht treffen. Alter Schwede! Der ist aber auch widerlich, der kleine Drecksack. Oh, wie soll ich ihn denn treffen, wenn er die ganze Zeit über sich feuert? Nein. Buga, bitte. Das ist so dreckig, das Vieh. Ja. Oh. Boah, ist das zum Kotzen. Ja, ja, jetzt springt er auch noch weg. Nicht, dass er stirbt oder so. Nö, der kommt irgendwann nochmal wieder. Und der holt seine Freunde und seine Maschinengewehre. Also, leck mich, ey. So, ich glaube, ist der Part jetzt noch... Ist er vorbei jetzt? Kann ich schlafen gehen jetzt? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist er vorbei, ja. Jetzt ist alles vorbei, Freunde. Ich war eben voll angespannt. Ich habe schon losschreien wollen, bis ich so in Agonie, weißt du? Ja.
Blinde Wut. Mehr ist das nicht, was du hier hast. Blinde Wut. Leute, Helden bei der Arbeit, wie ihr es kennt bei uns. Ich würde sagen, machst du Abmoderation? Nein.